Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Aufführung Rotkäppchen und der böse Wolf. Zuerst stellen sich die Schauspieler vor. Bitte, bitte, mit Rücksicht auf die Schauspieler, nicht fotografieren. Und jetzt beginnt unser Stück. Großmutter ist zu Hause. Doch wer ist dieser Besucher? Ich bin der große böse Wolf. Gut gemacht, Klausi! Oje, Klausi hat seinen Text vergessen. Großmutter, du musst in den Schrank gehen. Geh in den Schrank. Der große böse Wolf tut so, als wäre er die Großmutter. Oh. Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa. Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Mal die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Au! Boah, wer war
das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Hurra! Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganzer Stöckchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Häuser aus Stöckchen sind leicht umzublasen. Und jetzt muss ich mich schön machen, so wie Mama. Peppa hat Mamas Schminkkästchen gefunden. Aha. Zuerst Puder. Sehr hübsch. Und jetzt noch Lippenstift. Mama Wutz ist so schön. Beeilung, Papa Wutz. Du musst jetzt zur Arbeit. Mama Wutz arbeitet am Computer. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie bitte, meine Dame? Peppa, ich hab nur Hallo gesagt. Ich bin nicht Peppa. Ich bin Mama. Ach so, natürlich. Hallo, Mama Wutz. Hallo. Und das ist Papa Wutz. Schorsch! Dir auch guten Tag, Papa Wutz. Entschuldigt mich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Hallo? Ja. Machen Sie das. Oh, dann gut. Okay. Peppa genießt es, Mama Wutz zu spielen. Aber Schorsch langweilt sich allmählich. Ein Augenblick. Ich hab's gleich. So, geschafft. Na los, Papa Wutz. Und jetzt bist du dran. Wiedersehen, Mama und Papa Wutz. Wiedersehen. Papa Wutz gräbt im Garten ein Loch. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wieso Peppa? Ich bin Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Papa Wutz will hier arbeiten. Sehr freundlich von Ihnen, Papa Wutz. Aber Vorsicht, es ist ein tiefes Loch. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Saurier. Stimmt ja.
Wir müssen für George einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon? Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo, ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia! Oh je, George hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer George. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Zelten denn auch richtige Cowboys immer in der Nähe von ihrer Mami? Nein, du musst so tun, als ob das Haus überhaupt nicht da wäre. Dies ist der Wilde Westen. Was ist das? Der Wilde Westen ist das Land, in dem die Cowboys leben. Und was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Geschichten, essen Bohnen und singen Lieder. Bohnen mit Toast für alle Cowboys. Hurra! Cowboys lieben Bohnen auf Toast. Alle lieben Bohnen auf Toast. Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Ja, hab ich mir selber ausgedacht. Hört mal her. Ich bin ein echter Cowboy und ich esse gern Bohnentoast mit nem Bing, mit nem Bong, mit nem Bu. Ohne Toast, Bing. Ohne Toast, Bu. Ohne Toast, Bingeli, Bongeli, Bu. Bohnentoast, Bing. Ohne Toast, Bu. Ohne Toast, Bingeli, Bongeli, Bu. Lass uns ins Zelt kriechen und Geschichten erzählen. Ich wüsste da wohl schon eine. Sie soll gruselig sein. Es war eine nasse und windige Nacht im Wilden Westen. Oh! Und wilde Tiere schlichen herum und suchten nach Nahrung. Suchten nach Nahrung in der Nacht? Es gibt Tiere, die in der Nacht fressen, Luzi. Wilde Nachttiere. Und der mutige Cowboy Pedro war alleine in seinem Zelt. Aber er konnte nicht schlafen, denn etwas schlich draußen um sein Zelt herum. War es ein wildes Nachttier? Was ist das? Das ist ein wildes Nachttier. Ah! Oh. Es ist ein winzig kleiner Vogel, der sich Pedros Zelt anschauen will. Opa,
Ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Was muss ich tun? Du sagst, willkommen in meinem Zirkus. Erleben Sie das Unmögliche. Das Fantastische. Artistische Tricks und Kunststücke voller Wagemut. Oh. Willkommen in meinem Zirkus. Hier gibt es einen Wagenmut. Mu! Da kommen die Gäste von Oma Wutz Gartenparty. Hallo zusammen. Ich habe eine Überraschung für euch. Eine Zirkusvorstellung. Hochverehrtes Publikum, willkommen in meinem Zirkus. Also, zuerst ein Applaus für die wilde Molly Mietze. Und nun, Schorsch, Linus und Edmund auf ihren Dreirädern. Schön weiterklatschen für den starken Klausi Kleff. Ich war auch mal starker Mann. Da habe ich Traktoren hochgehoben. Und Emily Elefant jongliert mit Kartoffeln und einem Ei. Jetzt gibt es was zu lachen. Pedro Pony kommt als Clown. Nicht lachen. Das Lustige mache ich doch erst noch. Das war das Lustige. Ihr seid wirklich richtig lustig. Dankeschön. Das war's auch schon mit meinem erstaunlichen, überraschenden Zirkus. Das ist himmlisch. Bitte aussteigen. Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Ja. Ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi, jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh ja. Und ich bin ein Kürbis. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben, sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit, der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. Saurier. Auf geht's. Hier kommt das Gemüsekarussell Schwingding. Das Gemüsekarussell Schwingding. Ich mag die Kartoffeltraumstadt. Man lernt hier Gemüse kennen und vor allem saß man darauf im Kreis herum. Die Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß. Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oh je,
Das ist kein vergrabener Schatz. Das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Ich! Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma! Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wuck stahl meinen Schatz. Oh! Wisst ihr, Captain Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wucks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra! Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein! Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot! Ho, ho, ho! Pia! Und stopp! Zieht eure Schwimmwesten an! Auf dem Boot von Opa Kleff müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Kleff sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Kleff? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir nie, und stechen wir in See und holen uns den Schatz. Man zauber heu, juchhe! Land in sich! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. Pedro ist Amerika. Yeehaw! Zoe ist Japan. Konnichiwa. Luzi ist Holland. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papas singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins,
zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Oh je, mehr als vier Länder passen nicht in den Sandkasten. Was ist denn hier los? Wir wollen jetzt auch mal in den Sandkasten. Aber wir waren hier zuerst. Piraten, kommt einher, wir segeln übers Meer und suchen einen Goldschatz, Matau, ahoi, juhe. Klausi hat einen Tannenzapfen gefunden. Ein Schatz. Peppa hat ein Schneckenhaus gefunden. Ein Schatz. Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Ein Schatz. Freddy hat einen Kieselstein gefunden. Ein Schatz. Ich mach nur mal kurz die Augen zu. Vor dem Schlafen nimmt Pedro immer seine Brille ab. Wir schleichen uns an Pedro an. Ja! Klausi, Peppa, Luzi und Freddy schleichen sich an Pedro an. Buh! Buh! Ha! Du hast geschlafen. Ja, Entschuldigung. Du hast Glück, dass wir nette Piraten sind. Wir haben Schätze. Das ist ja toll. Kommt, wir tun sie in die Schatztruhe. Jetzt können wir sie vergraben. Ja! Und ich bleibe hier und bewache das Piratenschiff. Okay, Pirat Pedro. Aber schlaf nicht wieder dabei ein. Ei, ei, Captain. Hurra! Die Piraten sind unterwegs, um den Schatz zu vergraben. Über den Hügel, um den kleinen Busch herum. Wir vergraben ihn hier. Und wie finden wir den Schatz dann wieder? Wir malen uns eine Schatzkarte. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Beim Kreuz ist der Schatz. Pedro ist schon wieder eingeschlafen. Ich bin wach. Pedro, hast du nicht eine Brille? Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz, du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie 0, nichts. Ah, ein schrecklicher Drache! Peppa, George, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony.
was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Bitte schließ die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist Singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh, tanzen war Peppas letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat.